M-Header-Displays, so ist der Modus für alle, die gerne auf Rennstrecke fahren oder bei M-Trackdays teilnehmen wollen, weil mit diesem M-Header-Display kann man sich wunderbar den aktuellen Gang mit einblenden lassen. Man sieht die Drehzahl, man hat auch Schaltpunkte, wann das Auto dem Fahrer empfiehlt hochzuschalten, beziehungsweise kann sich auch die Geschwindigkeit da mit einblenden lassen. Und ich habe sogar auch Speedlimit-Info mit hier angezeigt. Sie wissen selber, auf der Rennstrecke gibt es meistens kein Speedlimit-Info, deshalb werde ich jetzt das gleich deaktivieren. Also Sie sind hier auch komplett variabel, was Sie anzeigen wollen. Beim Motorsport eben abgeleitet, das Wichtigste ist, glaube ich, meiner Meinung nach, sind die Schaltpunkte. Und das kann man sich mit dem wunderbar darstellen lassen. Und ich persönlich finde eben das deshalb so gut, weil ich muss die Augen nicht mehr weg von der Straße ins normale Kombi-Instrument führen. Somit findet man den optimalen Bremspunkt, die optimale Ideallinie in der Kurve. Man ist sozusagen einzig im Auto.